Falls man es gerade nicht verstanden hat, und ich glaube, das konnte man nicht verstehen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, meine Damen und Herren. Wir sind schon angekommen bei Vlog 2, Nummer 4. Oder schon 5? Auf jeden Fall waren Jule und ich gerade schon im Pool, weil es sind bei uns 33 verdammte Grad. Außerdem kam die Post schon heute an und hat mir dieses Spiel gebracht. Das heißt, ich kann mir bald einen neuen Baloo machen bei Nintendogs. Nice. Und ihr seht es bereits im Titel eingeblendet, Freunde. Wir werden heute bei verschiedenen Läden, Geschäften, Restaurants anrufen und uns krank melden. Obwohl, ich habe gerade voll komisch geatmet. Wir werden bei diesen verschiedenen Unternehmen anrufen und uns krank melden, obwohl wir dort gar nicht arbeiten. Also ich bin gespannt, wie die reagieren werden. Bevor wir das allerdings tun, Freunde, fahren Jule und ich zusammen nach Bielefeld. Wir fahren jetzt in die Stadt, weil ich muss mir Vans kaufen und ein neues Hemd und ich muss auch ein Paket abgeben. Also... Party! Luca hat sich eine Cap bestellt und das ist das Paket davon. Das ist einfach komplett riesig. Gesundheit. Wir sind in der Innenstadt in Bielefeld. Cool, oder? Nein. Die Schuhe hättest du gern, Jule? Ja. Hammer. Die hast du jetzt 10-mal. Ich habe mir gerade neue weiße Vans gekauft und viele Leute kommen auch mal an und fragen, hey Luca, was trägst du eigentlich so für Sachen? Eigentlich nur Müll. Nee, also seitdem ich auf Instagram ein bisschen mehr so auch Fashion-Sachen trage, fragen mich echt viele Leute, was ich so anhabe. Deswegen, ich trage gerade voll alte Oxford-Tan, so eine Stone Island Badehose, Nylon, die ist hammergeil und ein Y3-Shirt. Ich auch mein Outfit zeigen. Ja, zeig auch mal dein Outfit. Das juckt halt aber alles keinen. Wie heißt du auf Instagram? Laser Luca. Ah, genau, alle folgen. Wie fühlst du dich so? Das erste Mal im Fernsehen? Aufgeregt. Hallo. See you at the Beach Club. Bitte, Jule, du hast gar keine Flipflops an. Beach Club, Beach Club, Beach Club, Beach Club, Beach Club. Hey, Jule. Jule, zeig mal, was du anhast. Du bist schon im Sommer. Du siehst aus wie ein Gespenst. Oh my god, we're such a cute couple. Das ist so ein Pizza, ich hasse es. Ich habe mir übrigens nicht nur Nudeln bestellt, sondern noch Pizza, weil ich so großen Hunger habe. Aber gesagt, dass noch eine vierte Person kommt und das ist, weil es mir peinlich. Wir sind wieder zu Hause angekommen und Fluffy, was machen wir? Richtig, wir warten erstmal noch auf Sandra. 3 hours later. Ich bin immer voll das Doppelkind, wenn ich rede. Also, jetzt kommen wir auch endlich mal auf den Titel zu sprechen, meine Damen und Herren. Und zwar Sarah sitzt auch noch da vorne übrigens. Wir sind hier zu viert am Start. Also Sarah, Sandra und Jule und ich. Und wir werden bei verschiedenen Restaurants deutschlandweit oder bei irgendwelchen, keine Ahnung, Wettsportläden oder Clubs oder Friseuren oder keine Ahnung was anrufen. Und werden so tun, als ob wir da arbeiten und werden einfach sagen, hey, du, ich kann heute leider nicht mehr kommen. Das heißt, ich würde sagen, Sarah fängt an. Freunde, Sarah ruft bei einem Friseur an und kann morgen nicht kommen, weil ihr Freund Schluss gemacht hat. Der Marcel. Der Marcel und die Sarah heißt Lisa jetzt. Hallo? Oh, hi Schatz, ich ist Lisa. Ich wurde... Versuch Nummer 2. Ja? Hi Schatzi, hier ist Lisa. Du, Marcel hat gestern mit mir Schluss gemacht. Ich glaube, du hast jetzt verwählt. Bist beim Friseur. Ja, ich weiß, ich kann morgen nicht kommen. Also gut, der Marcel hat mit dir Schluss gemacht. Genau. Ja. Und Lisa? Möchtest du Haare schneiden, oder was? Ja, genau, ich wollte morgen Haare schneiden, aber das geht ja jetzt nicht. Nee, das geht nicht. Nee. Alles klar, okay. Dann töte beim Boxen dort in der Haare. Ja, danke. Ciao. Die hat das so ernst genommen. Die Leute sagen, dass du nicht arbeiten ja, kannst. Ja, aber das morgen. Wer von euch möchte als nächstes? Hallo, ich bin die Melanie. Ich wollte ja morgen zum Fensterputzen kommen. Ist das richtig? Sprich damit. Ja? Ja, genau. Ich wollte ja morgen zum Fensterputzen kommen. Ich habe das mit ihrem Chef da abgeklärt. Der hat mich nämlich über eine Firma angesprochen und ich wollte fragen, wann ich morgen kommen soll. 15 oder 16 Uhr, was passt ihm besser? Ich weiß es leider nicht. Da müssen Sie nochmal morgen... Ja, wie? Sie wissen das nicht? Ich habe das mit Ihrem Chef abgeklärt. Ich habe noch andere Termine. Ich weiß es ja nicht. Ich bin hier eine Mitarbeiter. Ich mache gerade hier die Aufnahme. Ja, schade. Leider morgen, ja.
Ja, bin ich ein bisschen sauer gerade, weil... Ich kann nicht weiterhelfen. Mit wem haben Sie denn telefoniert? Mit Ihrem Chef. Und mir wurde gesagt, ich soll morgen gegen 15 und 16 Uhr bei Ihnen die Fenster putzen. Ja, wenn die das so gesagt haben, dann kommen Sie um 15 und 16 Uhr. Alles klar, ich komme um 15 und 16 Uhr. Aber wenn Sie mir die Tür da nicht offen lassen, dann bin ich sauer. Alles klar? Tür ist ja auf. Ja, alles klar, ich komme morgen, ne? Ja, aber wo? Welche Straße? Welche wo? Fuck, ich wusste nicht. Scheiße! Vor allem so der Titel ist, bei Restaurants krank melden, obwohl wir dort nicht arbeiten. Sarah hat gesagt, sie sagt ihren Friseur Haare schneiden Termin ab und Sandra will jetzt zum Fensterputzen kommen. Als nächstes ruft Jule bei einer Eisdiele an. Hallo, hier ist die Carola. Ich habe morgen bei Ihnen um 15 Uhr ein Probearbeiten, aber ich kann leider nicht kommen, weil ich ganz doll die Grippe habe. Wann hatten Sie bei uns ein Probearbeiten? Um 15 Uhr. Das ist halt echt ein bisschen doof, weil irgendwie mir ging es heute schon den ganzen Tag nicht so gut bei dem warmen Wetter und ich dachte erst, es kommt, weil es so stickig ist, aber dann habe ich mich auch übergeben und jetzt habe ich, glaube ich, ganz doll die Grippe. Tut mir leid, aber wahrscheinlich hatten Sie mit meiner Tochter gesprochen. Ich sollte schon morgen um 15 Uhr kommen eigentlich, zum Probearbeiten bei Ihnen. Ja, also... Gut, also wann könnten Sie jetzt nochmal kommen? Ich weiß nicht, vielleicht nächste Woche Montag. Oder Sie melden sich, wenn es Ihnen wieder besser geht. Ja, genau, dann melde ich mich am besten, wenn es mir wieder besser geht. Das ist total nett von Ihnen. Sie wissen ja mit der Grippe, das ist echt immer ein bisschen doof. Danke auch. Tschüss. Dankeschön. Ey, das hat voll gut gemacht. Ja, ehrlich. Alter, wie krass. Ich rufe jetzt bei so einem Restaurant an und sage, dass ich Durchfall. Nein, das ist so lecker. Ja, hi, hier ist Tobi. Ich wollte ganz kurz Bescheid sagen, dass ich morgen leider nicht zum Arbeiten kommen kann, weil ich habe nach dem Arbeiten gestern Ausland gegessen und mir geht's nicht so gut. Wer ist das? Tobi ist hier. Ach so. Tobi? Ich wollte nur sagen, dass ich morgen nicht kommen kann. Und was hast du denn für eine Schicht? Bitte? Was hast du denn für eine Schicht? Ab 16 Uhr muss ich morgen. Bitte? Ich bin nicht gerade im. Doch, bist du? Bitte? Im. Nee, ich lieg gerade zu Hause flach. Also, ich bin jetzt gerade nicht da. Nee, also ich meine, ob du richtig gewählt hast. Ob ich. Wo bin ich denn genau gerade? Im. Oh, da habe ich mich verwählt. Oh, sorry, das ist, tut mir leid, da habe ich mich verwählt. Okay, ja, alles klar, tut mir leid. Besserung. Danke dir, danke. Das lag am danke, Durchfall. Ciao. Da wir jetzt alle schon bei Ihnen im Unternehmen angerufen haben, wollen allerdings jetzt Sarah und Sandra nochmal zusammen irgendwo anrufen. Hallo. Hallo, Anna Schubert mein Name. Ich habe eine Frage. Ja, und endlich räumst du mal dein Zimmer auf und du besorgst dir einen Job. Entschuldigung, einen Moment. Ich habe eine Frage und zwar habe ich jetzt meine Ausbildung fertig. Wir liegen über Kondome rum. Geht's noch? Ich habe meine Ausbildung fertig. Und Zigaretten. Ich dreh am Rad. Ich dreh am Rad. Mach mal ganz kurz leise. Ich muss gerade telefonieren. Und ehrlich, suchst du dir mal einen Job, Junge? Ich habe meine Ausbildung jetzt als Hairstylistin abgeschlossen. Ich wollte fragen, ob Sie vielleicht... Ja, ist leider zu schlecht hier. Muss mal ein paar auf den Pöter bekommen, Mädel. Hallo? Hallo, Chantal Schubert mein Name. Und zwar habe ich meine Ausbildung jetzt abgeschlossen bald als Hairstylist. Chantal, endlich suchst du jemanden Job! Genau. Und ich wollte fragen, ob Sie vielleicht noch Bedarf in Betrieb haben. Scheiße! Schriftlich eine Bewerbung und vorbeikommen. Ja, aber Computer haben wir leider nicht zu Hause, das ist zu teuer. Wenn Sie uns einen Sponsor, dann gerne. Das ist ja schon irgendwie super, wenn man dann auch weiß, genau, wo man geboren ist und sowas. Das ist dann immer, dass man auch jemanden ansprechen kann. Muss ich dann noch aufschreiben, so Mama, Papa und so? Nein. Warum denn nicht? Weil ich weiß doch gar nicht, wer mein Vater ist. Ja, deinen Vater finden wir noch heraus. Der soll dir mal lieber Kindergeld zahlen. Dreh am Rad hier. Muss ich durchkümmern. Hat der aufgelegt? Ich hab Geburtstag. Bekomme ich noch was kostenlos dazu? Jetzt? Außerdem. Ich hab Geburtstag. Bekomme ich noch was Kostenloses dazu? Ich höre nicht. Ich habe Geburtstag. Bekomme ich da noch was geschenkt? Nein, leider nicht.
Oh Mann. Ja. When you try your best, but you don't succeed. Hallo. Ich esse McDo. Und das ist mein Spielzeug. Geil, ne? Du musst eben zeigen, was du mir aber... Seht ihr das? Das ist wie so ein Auto. Okay, cool. Essen hat überhaupt nicht geschmeckt, Freunde. Jule hatte Bauchschmerzen, ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen. Aber ich darf euch jetzt begrüßen zu einem neuen Vlog-Inhaltsstoff-Ding. Und zwar hat das Ganze etwas hiermit zu tun und auch hiermit. Nintendogs. Viele Leute haben den Wunsch geäußert, dass ich mal wieder Nintendogs spiele. Deswegen, Freunde, hier, wir sind im Hundezwinger und klopfen einfach mal an und kaufen uns einen neuen Baloo. Ich habe dafür extra so ein kleines Intro gebastelt, wie ihr gerade schon gesehen habt. Und zwar habt ihr auch schon wahrscheinlich im Intro sehen können, das ist ein Golden Retriever. Dafür habe ich nämlich extra das. Moment, ich habe mir dieses Spiel bestellt. Nintendogs Dachshund and Friends. Also, wir sind jetzt hier im Dingens. Jule, jetzt kannst du mal den Screen filmen hier. Und ich klicke jetzt einfach mal auf Golden Retriever und werde mir ein Männchen oder Weibchen? Männchen. Schon Männchen, oder? Baloos Männername. Also, das hier ist der Hund, Freunde. Ich klicke jetzt einfach mal auf Bestätigen. Möchtest du diesen Hund? Da oben sehen wir ihn nochmal. Ein ganz, ganz süßer. Und ich klicke auf Ja. Das heißt, bam, du hast dein Hündchen gewählt. Oh. Ist er nicht süßer? Oh, hallo Balu. Oh, du kleiner Süßer, du. Eine Ewigkeit später. Oh. Jetzt können wir Balu einen Namen geben. Balu. Also so sieht das Ganze jetzt hier aus, Freunde. Wir haben hier Baloo jetzt bei uns zu Hause. Ihr seht schon hier unten, der hat jetzt auch den Namen. Er kann jetzt hier ankommen. Wir können den streicheln. Wir können ihm auch gleich mal was zu essen kaufen, mal ihn waschen und so weiter und so fort. Aber das Ganze werden wir nicht jetzt und heute in diesem Vlog machen. Das Ganze wird nämlich in den nächsten Vlogs passieren. Und zwar immer mal ab und zu. Also es kann sein, dass übermorgen dann zwischendrin wieder mal eine Baloo-Time kommt. Das Intro finde ich eigentlich echt ganz cool. Es kann allerdings auch sein, dass es in Vlog 7 dann plötzlich mal nicht kommt, weil ich unterwegs bin und den DSi eventuell nicht mit habe. Aber ich werde immer mal zwischendurch Baloo Time in diesem Vlog hier mit drin haben, sodass ihr so ein bisschen wieder Nintendogs von mir bekommt. Und jetzt würde ich aber an dieser Stelle den Vlog eigentlich auch beenden. Wenn er euch gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like da. Gefällt euch dieses Vlog-Konzept eigentlich? Also mir macht es ultra viel Spaß, weil zum Beispiel heute konnte ich Sachen machen wie diese Prank-Calls, aber jetzt auch Gaming mit Nintendogs. Ich konnte einen Vlog machen allgemein, ich konnte Jule zeigen. Also lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Tschüssi, das ist meine Nase.